bin schon drin. Du bist schon drin? Ja, dann muss ich wieder rein. Auf. Und hallo zusammen. Hallo. Sie haben einen Hund. Mit dem kann ich spielen. Oh nein, da muss ich ja aufpassen, welchen der Hunde ich verkloppe. Ach, der ist ja infiziert. Ja, ey! Und eine leicht bekleidete Frau ist hier rumgelaufen. Das wäre was für Mephisto gewesen. Bitte was, wie wo? Eine leicht bekleidete Frauen. Oh, was ist denn da? Noch ein Wachhund. Weg mit dir. So, aber hier, Computer. Lieferlisten. Haben wir. 1 von 5. Der macht zwar nervige Geräusche, aber wir haben 1 von 5. Da müssten noch ein paar sein. Irgendwo stehen hier wohl noch ein paar Computer herum. Ich nehme mir mal das mit. Wie passe ich denn damit durch die Tür? Aber egal, ich mach's. Das frage ich mich jeden Tag. Was? Wie passe ich durch die Tür? Das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Und jedes Mal kriegen sie aufs Maul dafür. Ja, und wie unmotiviert der das sagt, das Gift soll mich doch unbesiegbar machen. Ja, weil er gemerkt hat, dass es eben nicht so ist. Dass er ständig aufs Maul kriegt damit. Oh. Ah, aber er ist noch nicht mal. Er ist noch nicht mal aufgebracht, dass er verprügelt wird. Er sagt nur. Oh, schade. In dem Ton. Du bist gerade schlecht zu hören. Dann hast du nicht. Ey, ich werde getötet. Och, das ist ja schade. Ich muss doch sie anrufen. Ah, hier ist die Kiste. Okay. Was auch immer gerade mit der Verbindung los war. Telefonhäuschen! Nimm das! Ja, ich sag ja, mit meiner Verbindung anscheinend irgendwas. Entweder mit meiner oder mit deiner. Jedenfalls höre ich dich immer komisch. Du hast jetzt gerade jedenfalls, du klingst gerade ganz komisch. Als ob du ein anderes Headset jetzt drin auch. Hast. Du bei mir auch. Snorri. Okay, komisch. Das jetzt ist es wieder ein bisschen besser. Liegt an dem Spiel. Quatsch. Ist bei mir alles dunkel. Oder es liegt an dir, genau. Ich bin dafür, es liegt an dir. Es liegt an Mephisto. Okay. Ja, mach alles kaputt. Super. Zerstöre das Beweismaterial. Das Bane und die Fledermaus? Ich mach den Computer. Gut. Der Computer wäre für mich sowieso der Endgegner. Oh Gott, eine Hexe! Eine Echse? Eine Echse! Ich hab hier nur mit Echsen-Dateien zu tun. Okay. Ah, pardon. Oh, hier ist ja noch ein Dealer. Oh ja, Killer Croc. So, jetzt legt dir mal der Hund die Handschellen an. So einfach. Den kennt man ja eigentlich auch kaum. Den kennt man höchstens aus den Batman-Spielen meistens, ne? Aber so, ich glaube, so der normale kennt Killer Croc kaum. Ich muss bei Killer Croc, wie der aussieht, muss ich irgendwie an Frühstücksflocken denken. Frühstücksflocken. Ich hasse Gift und ich hasse Bane. Dass die Falcones mich dafür bezahlen, ihn fertig zu machen, ist nur das Sahnehäubchen. Wenn du Bane eins auswischst, hast du was gut bei mir. Adios, amigo. Tja, lauf nicht weg, ich muss auch noch mit dir reden. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass wir mit dem auch noch hinterher ein Süppchen kochen werden. Was ist, wenn wir hier in Venom baden? Dann kriegst du Krebs. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Mal gucken, vielleicht kann ich mich ja wirklich hier irgendwo... Moment. Sieg? Nee. Größere vielleicht? Irgendwo kommt man. Fertigkeiten? Nee. Ausstattung? Zack! Nein. Blub! Jetzt bade ich. In Venom. Das ist ja wunderschön. Und ich glaube, die Musik ist angehalten. Die wiederholt sich bei mir. Das ist wunderscheiße. Also, ach, es liegt am Snorri. So.
Jetzt ist wieder normal. Okay. Egal, wir können jetzt hier raus. Das war nur in der Zeit, in der ich da gerade in dem Venom drin war. Das war komisch. Ja, ja. Das Venom verändert Leute. Ja, ich glaube auch. Und die Wahrnehmung. Apropos dick und doof. Die Falcones haben Killer Croc auf ihrer Gehaltsliste. Wie? Ja, apropos dick und doof. Ich hab nicht dick gesagt. Das finde ich... Das sind die besten Leute. Die sagen, obwohl niemand sagt das. Da bist du auch so einer von Snorri. Quatsch. Ich sag zwar apropos dies und das, aber hab dann immer völlig andere Themen. Ach so. So ist das also. So. Also ich habe jetzt maximale Überladung als nächstes drin. Was? Okay, dann machen wir maximale Überladung. Und erstmal hier ein Exobyte. Was auch immer das ist. Auf zum Leuchtturm! Auf zum Atom! Auf zum Atom! Vergifte Bane-Lieutenants! Was haben die denn, Bane und Joker? Waren die nicht auch mal irgendwie verbündet? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich dachte, du bist jetzt der DC-Experte. Deswegen verwundert mich das ja. Also ich, sagen wir mal so, ich bin jetzt vielleicht nicht der ultimative DC-Experte, aber ich kenne vielleicht ein bisschen mehr als die Leute, die die meisten von den Filmen nur gesehen haben. Um das nochmal so ein bisschen zu relativieren. Okay. Also ich weiß ja einiges dazu, aber ich würde mir nicht anmaßen, dass ich jetzt der ultimative Experte bin. Ich brauche keine Hilfe. Der Schmerz soll aufhören, bitte! Was soll? Geh runter von mir! Es tut so weh! Ach, diese ganzen Weicheier. Es tut so weh, bla bla bla. Das sind so kantige Muskelprotze, aber wenn sie mal verprügelt werden, dann heulen sie wie die Waschweiber. Aber echt, ne? Das ist schlimm. Jetzt weiß man aber auch, warum man mit Bane sich nicht verbündet. Ich meine, wenn seine Leute alle so sind, das lässt ja auch auf ihn zurückblicken. Ja. Ja. Lässt du das? Ich fühle mich so stark, sagt er, dass ich nicht lache. Bitte mach, dass es aufhört. Der Schmerz soll aufhören. Niemals! Der Schmerz soll aufhören, mein Gott. Solche Weicheier. Die werden vergiftet, mein Freund. Was? Die werden jetzt vergiftet. So ist das. Der Schmerz soll auch aufhören. Eddie Schnellfuß. Der Saft zeigt seine Kraft. Das lasse ich mal unkommentiert. Das klingt irgendwie schon so ein bisschen komisch. Der Saft zeigt seine Kraft. Möge der Saft mit dir sein. Gott, die sagen das ja alle. Immer ja. Und immer wieder. Ach so, ich brauche von denen jetzt gar nichts mehr, okay. So. Es geht schon direkt zum nächsten Endkampf. Der geht ja ruckzuck. Dann ist der andere wahrscheinlich nur ein Zwischengegner gewesen. Aber das ist doch schön, dann haben wir jetzt nochmal einen richtigen Endgegner. Aber ich muss noch zwei Polizisten verhauen. Moment. Okay. Zwei Polizisten, die muss ich. So, fertig. Da habe ich die Quest, glaube ich, noch gar nicht, um Polizisten zu verhauen. Ja, die kriegst du hier wieder von so einem Falkonen-Ganoven. Okay. So, maximal Überladung fertig. Jetzt sollen wir gegen Bane kämpfen. Ja, das ist wohl auch der richtige Endgegner. Ja. Hier ist... Ach, da oben. Okay. Leuchtturmwärter. Mein Leuchtturm ist
So, meine, abschiede mich für heute. Okay, dann gute Nacht, Mephisto. Ja, ich wünsche auch eine erholsame Nacht. Viel Spaß noch. Ja, ja, danke dir. Bis die Tage, die haben. Ja, bis später. Ciao, ciao. Warte mal, wenn ich jetzt auflege, seid ihr ja auch weg. Nee. Nicht? Ich hab Wer hat denn die gemacht? Nee, egal, stimmt. Ungefähr rufen wir nochmal an. Okay, alles klar. Tschüss. Das war best. Jo. Dann rufen wir jetzt nochmal an. Das dauert ja zum Glück nicht lange. So. Sollte jetzt eigentlich geklappt haben. Hede? Oh, ja, die Technik. Die Technik. Die braucht halt. So, hallo. Sehr endlich schön. Angenommen. Na, was heißt endlich habe ich angenommen? Probleme halt. So, so, ich ändere nochmal ganz kurz hier den Helm und dann bin ich glücklich. Das ist wunderschön. Ich finde auch. Du kannst aber das Aussehen davon halt ändern. So, Moment. Ägyptisch? Nein, danke. Oh Gott. Speichern. Geht ja immer besser. Du kannst dann halt die Attribute von den anderen Sachen behalten und dafür aber dann das Aussehen von den anderen Sachen nehmen. Von daher finde ich das ganz gut. Stimmt. Das kenne ich auch. Aber wenn die Sachen nicht ganz dämlich aussehen, lasse ich die auch dann meistens so drin. Ah, du bist schon reingegangen. Yep, ich bin gerade reingegangen. So, du bist auch dran? Fragezeichen? Ja. Sehr gut. Ich bin noch im Ladebildschirm. Ah, okay. Ich bin auch nur gerade die Treppe runter. Mehr nicht. Synchronisiert mit Server. So. Da ist er. Dann kann ich dir meine neue Wurstform zeigen. Ja, Affenwurst ist natürlich auch ganz nett. Ja. Gib dem Affenwurst. Ein Rang über Pferdefleisch. Kann man damit also auch Lasagne machen? Ja, bestimmt. Ich meine, warum nicht? Du kannst aus allem Lasagne machen. Wenn es selbst vegane Lasagne gibt, dann kannst du auch aus einem Affen Lasagne machen. Du kannst sogar aus Lasagne Lasagne machen. Jetzt werd nicht albern. Wer macht denn sowas? Lasagne. Das ist der Resteauslauf auf einem Resteauslauf. Nee, Resteauflauf, nicht Auslauf. Du meinst also sowas wie Tomatensuppe? Ja, genau. Wenn der Resteauflauf aus dem Resteauflauf aus letzter Woche besteht, das ist eklig. Ach ja, ihr habt ja noch Tomatensuppe. Das wird so ein Geflügel. Das ist so ein geflügeltes Wort geworden bei uns. Und das ist kein schönes Wort. Ja, das ist wie eine Drohung. Treffer. Wenn es heißt, ihr habt noch Tomatensuppe, dann heißt das, okay, jetzt haben wir erstmal 3 Tage Hungern angesagt. Entweder das oder du bestellst dir was, wenn keiner zuguckt. 11.07. Ruf bitte die 110 an. Müssen wir helfen. Es geht um Leben und Tod. Es ist Tomatensuppe, hören Sie doch. Ja, ja. Alle sprechen von Atombomben und dabei gibt es Tomatensuppe. Wir haben so eine Atombombe in diesem Kochtopf. Und man kann sie essen. Nein, man soll sie essen. Nein. So, jetzt springen wir mal hier runter. So, schön abgekürzt. Und da ist eine Kiste. Oh ja, und ich habe was gekriegt. Sag mal, warum kriegst du immer das gute Zeug und ich werde mit einer Flasche Wasser abgespeist? Das ist Rundverteilung. Das ist eine Rundverteilung. Wunderschön, diese Rundverteilung. Du kriegst den geilen Shit und ich krieg eine Flasche Soda. Aber gut,
Das will auch ein Hund mit einem Skarabäus. Oder ganz genau, das finde ich auch. Gut, ich wüsste auch nicht, was ich als Mensch mit einem Skarabäus will, aber... Ich glaube, das ist eh nur eine Sache, die du bei einem Händler verkaufen kannst. Dann ist es mir egal. Ausrüstung brauche ich eh nicht. Ja, ja. Ich hab Fell. Aber erstmal rummeckern. Ja, es geht ums Prinzip. Dass wir alle was abkriegen. Du kriegst den geilen Shit und ich krieg eine Flasche Wasser. Ich glaube, mit einer Tasse, mit einer Flasche Wasser kannst du mehr anfangen als mit einer Sache, die du nur beim Händler verkaufen kannst. Man kann damit nach Leuten werfen. Zum Beispiel mit einer Flasche Wasser. Immer, das sind, selbst deine Leibwache sagt die ganze Zeit nur, tu mir nicht weh. Ja, hier die ganzen Muskelprotze. Die sind doch alle bei ihm drin, in seinem Leuchtturm. Und ich sage immer, tu mir nicht weh. Was sind das alles für Weicheier? Guck mal da, Killer Croc ist wieder da. Oh. Ich muss schon wieder an Cornflakes denken. Der kommt mir irgendwie so vor wie so ein Cornflakes-Maskottchen. War da nicht irgendwie... Dabei war der doch... Noch so ein Krokodil mit Cornflakes, oder... Dabei war das doch so ein schöner Massenmörder. Aber okay. Cornflakes. Das ist der Shit. Killer Croc ist eigentlich sogar ein richtiger Junge gewesen. Hat sich immer mehr zu diesem Vieh hier entwickelt. Der hat sich entwickelt. Auch genauso wie du in Venom gebadet. Wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich bald genauso aussehen. Nur in Blau. Also in Blau. Die blaue Echse. Folge dem Krokodil. Ja, das Krokodil mit dem blauen Lüftchen. Ich warte auf dich, sonst können wir da wieder alleine reinrennen. Das ist sehr nett, danke. Okay, und los geht's. So, Killer Croc gegen Bane. Wer wird wohl gewinnen? Aber ich dachte gerade, der wird vom Tor zermatscht. Ich würde ja eigentlich auf Bane setzen, aber wir sind dabei. Aber es ist ein Croc. Das ist eine Echse. Ich als Echsenmensch, Liebhaber, halte zu Croc. Ja, aber Bane ist eigentlich stärker, meiner Meinung nach. Hoppala. Also so aus meiner Erfahrung würde sagen, Killer Croc würde gewinnen. So. Würde verlieren. Echsenmensch mit dem Gorilla. So. Der hat echt nicht so viel zu bieten jetzt gerade, wa? Nee. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin enttäuscht! Vielleicht hat er mehrere Stufen, oder? Ja, er hat mehrere Stufen. Aber man kann ihn doch fesseln. Ja, das hat er mal versucht. Nice try. Komm, wir reden jetzt mit Croc. Alles explodiert drumherum. Wir müssen mit Croc reden, damit wir hier rauskommen. Nice try. Oh, ist das der Pinguin? Ja! Das ist der Pinguin. Oh, Two-Face ist cool. Mad Hatter ist auch toll. Der verrückte Hutmacher. Ist mir ein bisschen zu abgenutzt, der Charakter. Ach ja, verstärkt sich. Ich finde das toll. Das war ein total überraschender Endkampf, dass man den einfach so wissen kann. Das stimmt. Muss ich auch noch mit dem reden? Nee, verlasse den Leuchtturm. Aber ich freue mich schon, falls wir irgendwie den Pinguin zu Gesicht bekommen. Nicht nur in der Cutscene gerade, sondern auch wirklich im Spiel. Ich mochte den total, besonders mit Danny DeVito, als er den gespielt hat. Das war cool. Und wir haben Level Up. Yippie. Level Ups sind immer toll. Und wir können einer Instanz beitreten. Müssen wir aber nicht. Ich finde, das brauchen wir gerade auch noch nicht. Nee. So, mal gucken. Kräfte. Fertigkeiten. Oder? Kann ich auch Akrobatik schon? Erstmal die ganzen Sachen. Oh, Moment. Der ist nicht gesammelt. Dann rüste ich den erstmal aus. Und werfe ihn dann weg. Was war denn das für ein... Hm?
Guck dir mal an, wie das aussieht. Einen Moment. Ich bin gerade noch im Menü. So, das... Also ich weiß gerade nicht, was genau das sein soll. Sind das deine Haare, die noch... Oder du bist das Phantom der Oper! Das dachte, kann deine sein. Deine Haare sind irgendwie über dein Gesicht gewachsen, oder? Ja, ich habe mich auch gerade sehr gewundert, was das denn sein soll. Aber ich werde jetzt mal wieder die alte Erscheinung nehmen. Aber ich habe gerade halt noch einen Stil bekommen, den ich noch nicht gehabt habe. Deswegen, so, speichern. Zack, wieder normal. Sehr schön. Drücke J, dann drücke ich J. Warnmeldung Area 51, den brauchen wir noch nicht. Hier, triff dich mit Catwoman wäre das nächste, ne? Triff dich mit Catwoman? Einen Moment. Wir müssen sowieso in diesen North Club zurück. So, triff dich mit Catwoman. Das war's, Bane? Das meinst du? Genau. Okay. Also Revolver Bob und das ist beides am gleichen Ort, von daher. Okay. Hast du bei dir denn das Zeichen da, wo das ist? Bei mir wird es nämlich nicht angezeigt. Also mir dann, wird was... Also ich habe einen grünen Pfeil, aber keinen gelben wie sonst. Okay, ich habe hier gerade einen gelben. Dann laufe ich dir einfach mal hinterher. Okay. Ah, Auto! Gerade noch so dran vorbei. Da fliegt man mal in im Sturzflug herunter und dann kommt so ein Auto in den Weg. Ah. Was ist los? Okay. Falsche Taste gedrückt. Ach ja. Ich fand das ja so nervig, als die ganze Zeit der Mephisto hier herumgeflogen ist bei den Helden, weil der ständig woanders war. Aber ich kann es gut verstehen. Das ist schon ganz... Man möchte auf jeden Fall, ja, und besonders wenn man fliegen kann, dann möchte man das halt auch überall tun. Aber ich muss sagen, es hat auch schon was ganz Cooles, wenn man so Akrobatik macht. Ja, nur hast du... Da kannst du dich dann hinterher mit so einem Kletterhaken da hochseilen und alles. Das ist schon ganz cool. Aber du hast halt den Nachteil, wenn du fliegst, dann kannst du ja einfach überall rumfliegen, aber hier bist du halt auf die Wände angewiesen und so. Und so gerätst du halt schnell in Kämpfe, die du gar nicht kämpfen willst. Das stimmt. Wenn man weit oben fliegt, wird man normalerweise auch weniger angegriffen. Eben. Ich bin noch direkt hinter dir. Okay. Da hinten ist auch schon der Nachtclub. Ah, okay. Hey, das heißt, man könnte noch mal schnell ein Rennen machen. Könnte man. Machen wir aber nicht. Oh. Aber damit kannst du neue Embleme freischalten. Das ist mir scheißegal, denn ich will nicht Robin spielen. Boah. Aber es gibt ein paar gute Robins. Ist ja noch schlechter. Nightwing zum Beispiel war ja auch Robin. Ist mir so egal. Du willst oder mir hier einen Robin schmackhaft machen. Oder Red Hood zum Beispiel auch. Den fand ich auch ganz gut. Rotkäppchen. Jein, Red Hood war einer der, dem war damals das Vorgehen von Batman nicht hart genug. Der hat dann hinterher die Leute alle umbringen wollen. War doch gerade bei Huntress auch der Fall. Hat sie jedenfalls so. Ja, so genau. Hat sie sich verkauft. Das ist dann quasi Selbstjustiz, nur härter. So, okay. Und deswegen sollte ich jetzt mit dir reden. Das war jetzt. Nicht so. Aber ich habe neue Pistolen bekommen. Das ist sehr enttäuschend. Ich finde auch. So. Also jetzt wäre das nächste ab zur Hall of Doom. Richtig? Moment. Erstmal können wir mit Revolver Rob reden. Dann haben wir die Sache auch fertig. Gut. Weil gleich haben wir die Halle des Schreckens. Das ist glaube ich sowas wie der Wachturm. Sind wir jetzt bei Harry Potter? Ja, genau. Die Kammer des Schreckens. Und ich glaube, die Wachturmfolge so gesehen oder die Halle des Schreckens ist ja zum Zuschauen nicht wirklich interessant, weil das eigentlich nur eine Art Labyrinth ist. Man muss Das war das, was du meinst, das war von
von den Helden. Die von den Bösewichtern haben wir noch gar nicht gesehen. Ja, das stimmt. Ich weiß es auch gar nicht mehr, wie die aussah. Man kann jetzt zumindest mal kurz reingucken und wenn das wirklich nur so unübersichtlich und alles wird, ich glaube, das wird ein großes Tutorial wieder geben, wo was ist. Genau. Ich weiß nicht, ob man das zusehen möchte, ansonsten können wir das nämlich auch abkürzen. Genau. Würde ich nämlich auch sagen. Zunächst aber auf jeden Fall schon mal rein. Nachtclub, nein. Da, Flügel der Halle des Schreckens. Halle des Schreckens. Das klingt ja doch schon irgendwie bisschen sehr over top, over the top. Wir brauchen etwas Cooles. Neben der Festung des der Einsamkeit, die Halle des Schreckens. Wir brauchen eine bessere Bewegung als nur Bewegung. Wir brauchen eine Superbewegung. Ja, genau. Die Superbewegungssperre. Guck mal, ein Affen-Butler. Okay, kein Butler, aber ein Affengeschäftsmann. Oh, das ist ja cool. Hier passen wir rein. Okay. Ich kann keinen Anzug in meiner Affenform haben. Vielleicht musst du den noch freischalten. Oh nein, ich kann... Warum? Was ist das? Allgemeine Informationskontrolle. Ja, das ist das erste Ziel. Coole Typen wie Catwoman und Metallo. Wenn ich das schon höre. Da fühlt man sich ein bisschen verarscht, ne? Ja. Zum Joker kommst du noch nicht, aber du kriegst hier eine Catwoman und ein Metallo. Das ist wie die Loser-Ecke in der Kantine. Hier gehörst du hin. Die Loser-Ecke der Kantine. Finde ich gut. Geh doch zu Catwoman und Metallo. Bei den großen spielst du noch nicht mit. Ah. Ich glaube aber, ich muss tatsächlich die Stimmen von denen ein bisschen größer, bisschen höher machen. Moment. Okay. Also ich glaube, sie sind zwar schon zu hören, aber sie sind halt noch ein bisschen leise. Ich habe was von Harlekin gekriegt. Die macht mich an. Okay. Die hat mir was geschickt, aber hallo. Ah, ja. Immer es ist ein... Die hieß ja mit richtigem Namen, hieß sie ja Harleen Kinzel. Captain Boomerang, ich bin froh. Guck mal da. Captain Boomerang. Oh, ich will ihn auch sehen. Komm, gemeinsames Foto mit Captain Boomerang. Moment. Hey, Woods. Selfie. Ah, mein absoluter Lieblingsheld. Der tanzt ja. Ein tanzender Captain Boomerang. Oh, ist ja super. Ist ja cool. Trader, den es hier gibt. Ich stelle mir das gerade vor, wie das für die anderen aussehen müsste, wenn da die neuen Schurken reinkommen. Oh, da ist ja nicht so gut. Ein Foto machen. Das wär's. Ja, das sind die Neulinge. Jetzt wissen wir, warum jetzt so Catwoman und Metallo gehören. Stimmt. Also wirklich, da sagen sie Metallo und Catwoman, aber nicht Captain Boomerang. Mensch. Leute, schaut euch... Ja. Und Captain Boomerang ist auch da. Leute, schaut euch auf jeden Fall Attack on Arkham an. Captain Boomerang at its best. Die anderen sind natürlich auch toll. Es gibt wieder Batman und den Joker zu sehen. Aber Captain Boomerang ist auch dabei. So, ich verkaufe hier erstmal den ganzen Schrott, den ich hier noch so... rumliegen hab, damit ich gleich wieder genug Platz im Inventar hab. Das ist eine gute Idee. So, Silikonscheiben. Ich glaube, die braucht man nicht so wirklich, oder? Ich lasse sie mal zur Not halt drin, weil es heißt, man kann damit was herstellen. Aber, naja. So. Wie viel Geld haben wir? 893, ja. Ich sag mal, werde ich den eisernen Preis für bezahlen, anstatt den goldenen. Das ist, glaube ich, ganz gut.
Dann hat man sich das erarbeitet. Ganz genau. Apropos, ich guck mal in meine Erscheinung. Vielleicht habe ich auch ein paar schöne Sachen. Die mir vielleicht nicht gefallen, aber man kann sie ja angucken. Genau. Immerhin. Ach, da hinten, wir sollen noch zur Bank. Ja, die Bank. Vierte Welt. Benutze die Konsole der Haupthalle. Ah, hier kann man dann Sachen traden und so weiter. Das muss jetzt. Brauche ich auch noch nicht. So, was kommt hier? Da sollen wir als nächstes hin. Ah! Was ist denn jetzt los? Okay. Jetzt hat es gerade ein bisschen geleckt. Okay. So. Ja, das passt schon. Ich glaube, dann können wir hier auch den Cut machen und dann uns wieder melden, wenn wir hier das Tutorial quasi für die Hall of Doom fertig haben, oder? Das ist eine gute Idee. Bis dann.